Apropos ableveln. Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Borderlands 2. Lang, lang ist her. Und ich habe mir natürlich auch wieder Unterstützung geholt. Da Snoop mit dem ganzen Herzen. Yeah! Und TPNX mit seinem Micromancer. Wir müssen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen orientieren. Ist lange, lange her, dass wir hier gespielt haben. Könnten wir jetzt also auf alle Fälle wahrscheinlich bei einer noch schlechteren Performance zugucken als sonst. Aber wahrscheinlich gewöhnt man sich irgendwann dran. Ich weiß noch, ja eh, dass ihr alle so lange gewartet habt. Ja, alle. Das ist jetzt auch egal, das ist alle drei. Und deswegen, sehr bloß, geh mal vor. Ja, warte mal, ich muss hier gerade noch ableveln. Geht ihr mal vor, ich komme nach. Ableveln. Was ist denn ableveln? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Oh, hier ist eine Fire Melon. Oh, jetzt brenne ich. Ich schieße ja zurück. Super. Ich glaube, also was ich noch zusammenkriege so halbwegs, man muss da die Typen erschießen. Betritt Smokies Guano-Grotte, erreicht die Spitze des Inferno-Towers. Ist es das? Ja, ne? Was hab ich denn hier für eine Waffe? Ist ja eklig, ne? Mit so Slack-Kram. Mie! Der Killer-Marauder. Ja, aber die Richtung das sieht jetzt prinzipiell schon mal nicht ganz schlecht aus. Immer noch nicht. Welche Schockbehälter? Sieht alles safe aus. Meridium im Klo. Sprich mit mir, Angel. Ja, aber wo sonst? Kammerjäger. Am besten gestern. Ich habe jemand mit großem Potenzial gefunden. Sein Name ist Zero. Zumindest wird er so genannt. Keiner kennt seinen richtigen Namen und... Nein. Der Nächste! Ich hasse diese Typen, die einen auf mysteriöser Krieger machen. In 9 von 10 Fällen haben sie nicht wirklich was zu bieten. Wen hast du noch? Viele Zero-Überwachungsaufnahmen machen. Sag mal, aber das ist doch die völlig falsche Mission, oder? Wir haben doch diese Angel und den Handsome Jack schon platt gemacht. Ich hätte es auch gedacht. Du weißt nicht, ich baller einfach mal. Ja, aber Angel ist doch down. Inferno Tower. Ich muss mal kurz gucken hier. Quest. Tierrettung. Tierrettung Obdach. Blutschweiß. 2 glorreiche Lungen. Ach, das ist, glaube ich, weil das keine Story Quest. Warte mal, woran erkenne ich nicht? Das ist eine Story Quest. Level 25. Au. Oh. Offensichtlich hat da irgendwas nicht so richtig gespeichert. Ja, komisch. Keine Ahnung. Dann sehen wir den Teil jetzt nochmal. Ja, machen wir einfach mal, wa? Ja. Hier, Fliegeviecher. Wer stöhnt denn da so? Uah. Das ist ein Helikopterpilot. So. Glaubt ihm geht's nicht gut? So wie der im Kleid liegt, ungesund, der Mann. Verstehen. Huch. Ah, wundert mich echt, weil das die Angel, die hatten wir doch echt schon. Hat der F da das Spiel ausgemacht? Nee. Eigentlich nicht. Nee. Na ja, egal. Guckt ja eh keiner an. Naja, nicht ganz so negativ für der. Nein, das würde ich nie behaupten. Der eine, der guckt. Drei, bestimmt. Ja. Unsere Imba-Fans freuen sich bestimmt über alles. So. Aber so richtig. Hier runter müssen wir irgendwo, oder? Weiß nicht.
Ich spring mal. Mach mal. Und sieht das so aus, als würde es da weitergehen? Nee. Überhaupt nicht. Wir sind ein Haufen Mobs. Ja, dann lasse ich dich da mal alleine, würde ich sagen. Sepp ist auch hier. Aber deswegen habe ich ja gesagt, ich lasse euch alleine. Ach so, euch. Okay. Ja, das muss hier doch. Muss man nach rechts laufen, glaube ich, oder? Wir müssen da nach oben auf alle Fälle. Also das, wo wir hin müssen, ist nach oben. Ja, es steht hier auch, dass wir auf die Spitze des Inferno Towers müssen. Das ist ja auch vielleicht nicht so sinnig, da nach unten zu springen. Also Spitze klickt ja jetzt schon mal extrem, aber ja, es kommt davon, wenn man F immer nur hinterherläuft. Ja, das haben wir nicht gut gemacht. Nee. Haben wir nicht gut gemacht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf. Betritt Smoking Guana Grotto. Hm. Habe ich schon abgehakt. Was? Schnupp, ey. Was denn? Ne, nicht sterben und so. Ja, habe ich ja versucht. Depp ich nämlich gleich. Dann lass mal weg hier. Aua. Aber guck mal da hinten, diese Tür, ist das nicht das, wo wir hin müssen? Ja, wenn also du da, unten wo bist. Ihr seid, da hinten ist da so eine Grotte. Nee, da kommst du nicht durch, da ist Map-Kante. Aber du weißt schon, wo ich meine, da oben im Norden. Ja, ja. Da neben im Westen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber da ist eine Kante. Okay. Na, dann gucke ich mich hier mal noch ein bisschen um. Also eigentlich ist das Spiel ja relativ linear. Kann jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Wir sind von hier gekommen. Dann steht hier Piss Off. Piss Off heißt auf alle Fälle schon mal, dass wir nicht ganz falsch sind. Ja, Piss Off kann ich mich sogar noch erinnern. Das steht hier aber auch öfters. So. Ich vermute mal, das ist das, wo ihr jetzt auch hochkommt gleich irgendwann mal. Das heißt, wenn ihr jetzt hier hochkommt, so wie das gerade aussieht. Speichelpunkt schon mal gefunden. Ah, für die Sawtoo-Hills. Genau, ich bin jetzt hier schräg unter euch. So, das heißt, wenn wir jetzt hier hochgehen. So, warum bist du eigentlich ein glücklicher Hamster? Weiß ich auch nicht. Das liegt wohl an meinem Artefakt. Schon mal passieren, ja. Ich bin halt ein glücklicher Hamster, was soll ich machen? Dann kommt man hier hoch. Ich stehe dazu. So weit, so gut. Alter, der hüpft ja. Ätzend. Lieber ein glücklicher Hamster als ein Heavy Gunner. Genau, und da sind wir ja gerade eben runtergesprungen, ne? Ja. Aber guck. Das ist bestimmt irgendwo ein Lift oder so. Stimmt, ja. Von den Sorto-Klauderen besorgen kannst. Der Sprengstoff lauert auf der obersten Ebene des Inferno-Tors. Müsst du einen Aufzug nehmen müssen. Es muss hier irgendwo einen Aufzug geben. Ja. Ja, ich hätte halt auch, das hier vorne sieht halt aus wie ein Aufzug. So eine Winde, ne? Ja, aber irgendwie ist der nicht so richtig aufzugig. Ja, aber guck mal hier unten, da könnte man, glaube ich, runterspringen, aber da kommt man nicht hoch. Also wenn wir hier einfach mal rumgehen. Ah, kommt da, kommt da, kommt da, kommt da, kommt da, kommt da! Ich muss schon mal die kleine Flak aufstellen, ne? Ja, das kleine Geschütz. Ja. Also, Sepp, wo wolltest du hoch? Hier irgendwie mal so rumgehen. Ja, aber da ist die Tür.
Ach so. Nee, ich zumindest. Oder? Ich hab's übersehen. Weiß nicht. Ich glaube, wir stellen zu glatt an. Ja. Wirst du den Aufzug nehmen müssen, den Aufzug. Den Aufzug, ja. Hm. Guck mal, das da sieht aus wie ein. Na, das könnte auch alles andere sein. Da hinten hochgeht. Ich gehe da jetzt noch mal runter. Geh du mal, ich gehe mal hier gucken. Komm mal mit. Also da, wo ich gemeint habe, ist auf alle Fälle schon mal keine Map-Kante. Ach so, okay. So, jetzt bin ich in der Clam Fist Foundry. Weil nur keine Ahnung, ob das hier dann weitergeht. Ich werde massiv von Zwergen angegangen. Können wir gebrauchen? Ja, wir auch. Ja. Hilfe. Geht's da bei euch weiter? Ihr seid doch. Wissen wir noch nicht. It's a trap. Ja. Wir sind gerade in so einem See und da kommen Wurmlochviecher raus. Ich schmeiß mal eine Granate. Ich hab einen kopflosen Beute-Goliath. Korrigiere, wahrscheinlich einen kopflosen Beute-Badass-Goliath. Wir kommen vielleicht gleich mal zu dir rum. Wenn wir die Würmer weggeschossen haben. Ich level den hier gerade, indem ich den gerade alle NPCs töten lasse, aber ich glaube, jetzt hat er mich gesehen. Oh Gott. Rennst du hier durch irgendeinen Sumpf und dann. Hilfe, Hilfe! Also ich bin auch am See, glaube ich. Nee, ihr seid irgendwie an einem anderen See. Mhm. Du bist ja ganz woanders. Ich bin da, wo ich gemeint habe. Wo wir rein, wo man mal gucken könnte. Oh, wir haben hier auch. Oh, ein einarmiger Bandit, cool. Ah, der rasende Badass-Schurke hier, der randaliert hier ganz schön rum. Was Smoking? Ja, Hilfe! Ja, ist gerade schlecht. Ja, ich regel das schon. Also der rastet hier echt. Gleich wirst du meine Finger in dein Auge! Oh, das war knapp. Die Augen aus den Höhlen und die längste Zeit werden wir tragen! Ich steck dir das Ding in den Kopf ab! Hier ist gerade so ein bisschen Action. Da ist der Ed-Goliath. Ja, zum Glück ist der so fett, dass der nicht mehr runterkommt. Halt dich aus!
Ich halte alles aus! Bis jetzt zumindest noch nicht. Yeah. Na, eigentlich ein ganzes Magazin in den Schuhen reinhauen. Nichts tut sich. Also, ich glaube, so langsam höre ich zumindest schon mal, dass er wieder schießt. Ist auch nur ein bisschen Action hier. Jetzt bin ich tot, toll. Jawohl. Bist du schon mal mit deinem eigenen... Okay. Ah, ja, wieder tot. Von den Nomaden hier runterschießen. Ja. Ja, ihr seid irgendwo, wo ich nicht hinkomme, so ohne weiteres. Ich... Jetzt hab ich den doch hier runtergekriegt. Willst du schon mal mit deinem eigenen Dampf erwürgt? Versuch mal mit zerquetschten Lungen zu... Badass! Gleich zwei. Easy. Erstmal alles einsacken hier. Mossy! Hey! Ihr seid jetzt vor mir, genau. Hey. Und genau durch den Tunnel meinte ich, ob wir hier nicht hinkommen, um da irgendwie da halt hoch mit dem Fahrstuhl zu kommen. Weil hier halt so viele Tunnel sind. Zum Beispiel hier, ne? Tunnel war mal. Tungeln war mal. Und das ist ein Laufband. Ja, ich bin bekommen. Der kleine Zwerg ist so dick, der kommt da nicht hoch! Jetzt. Ja, und ich hab halt keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Aber zumindest führt es uns näher an unser... in Richtung des Ziels, die wir wollen. Mhm. Ja, passt schon. Mehr als planlos im Kreis rumrennen können wir auch nicht. Irgendwie ein tierisch schnelles SMG, das seine Munition automatisch nachlädt. Nicht schlecht. Und das hier, ha, tada! Ich hab's gefunden. Yeah! So, und wer hättest du nicht gesagt, da ist kein Durchgang? Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab da woanders geguckt. Ja, aber das war doch. Habe ich doch gesagt, wohl falsch verstanden. Im Besten, ja. Ich hab kann halt keine Karten lesen, laufst du im Besten vor. Na, jetzt drückt da noch jemand auf den Knopf. Na gut, ich drück schon. So, fährt er nicht allein. Ne, ich denk mal nicht. Oh, seht mal her, da will so ein kleiner Slapscherz-Keks unseren okay, Lift benutzen. Und Waffen raus, vermute ich mal. Komm, ich krieg da jetzt den Kopf. Ich glaube, wir stehen hier irgendwie doof. Findest du? Granaten. Wegen allem. Ich bin so ein Bettel. Ja, mein ich. Weil diese Ambush-Commander, die müssen wir irgendwie umgehen. Da mehr Granaten. Was hat
desto besser meine Beute. Ich lieg hinter euch. Ich mach eben mal hier kurz den Ambush-Commander kaputt. Hallo. Super, hi. Hey. Schicke Frisur. Und kommt noch einer. Ja, sind noch zwei, glaube ich, immer. Da hab ich doch was, da hab ich doch was. Was? Oh, danke. Oh, sorry. Ich wurde gerettet jetzt. Noch Raketen machen da auch ganz gut Bums. Hab nur leider keine Muni mehr. Versuchen ein bisschen an Rand zu robben, Knopf, so mittendrin ist immer ein Doof. Na, ja, geh weg. Komm, ist da so ein Ambush-Mann oder noch? Jetzt hat er mich, jetzt ab in den Rücken. Gut. Ja, endlich. Kommt noch einer. Ja, angeführt vom Boombringer, so wie es sich anhört. Medikits hier. Okay, Fahrstuhl kaputt. Betritt das Main Street Reservoir. Ja, betritt das Main Street Reservoir. Das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Deswegen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.